So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe noch ein Collector Booster Kimigawa Neon Dynasty aufgetrieben. Es ist so cool. Ich mag die Booster, ich finde sie hübsch, aber wir haben hier schon mal kein Recycle-Gedöns. Made in the USA steht hier immer noch drauf, deshalb dürfte die Qualität ziemlich mies sein. Gucken wir mal an, was wir so drin haben. Sie haben auf jeden Fall auch dieses komische Halbpapier Gedöns, was die aus den Crimson-Bauschen hat, sind aber leichter aufzumachen, was ganz angenehm ist. Ja, Samurai haben wir auf jeden Fall schon mal einen. Gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben Twisted Embrace. 4 Mana Enchantment Aura. Wir enchanten ein Artefakt oder eine Kreatur. Wenn es ein Spiel bekommt, erstellen wir eine Kreatur oder ein Planeswalker, die jeder kontrolliert. Und solange das enchantete Permanente eine Kreatur ist, kriegt sie +1/+1. Okay. Egoistic Terrarium. 2 Mana Artefakt, wenn es ins Spiel kommt, können wir sie direkt am Standard durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Und für 2 Mana können wir das Ding opfern und eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur legen. Leider nur wieder Sorcery. Okay, lol. Kappa, Wrecker, Ninja, Turtle Ninja. 2 Mana 1/3 mit Ninjutsu. Wenn er ins Spiel kommt, legen wir eine Death Touch Counter auf den. Und wenn er Schaden an einem Spieler zufügt, können wir den Death Touch Counter von ihm runternehmen, könnt ihr Artefakt oder einen Enchantment exilen. Wow. Okay, wir haben 2 Kamps da drin, die jetzt schon ankamen. Dann haben wir einen Goshinati The Lost Wisdom Shrine. 2 Mana 0/4 fliegend. Legendary Enchantment Creature Shrine. Wichtig, Enchantment Shrine, Legendary Creature ohne Kreaturentyp. Das Feuling ist hübsch. Fliegend zu Beginn des Endsteps kann man 1 Mana bezahlen und der Gegner mit X Karten. Nur bei X die Anzahl an Schrein ist, die man kontrolliert. Sehr beliebter Schrein. Dann haben wir Azusa Menace Journey. 2 Mana, eine Saga. Gott, so viele Ursachen in letzter Zeit gesagt. Und bei dem ersten können wir zusätzlich anspielen, bei dem zweiten kriegen wir 3 Leben und bei der dritten exilen wir die und bringen die wieder ins Spiel als Likeness of the Seeker. 3/3. Und wenn sie geblockt wird, enttappen wir bis zu 3 Länder. Ich muss aber jetzt schon sagen, die hat hier eine Menge Kratzer drauf. Also, ich weiß nicht, ob man es genauer sieht, aber es hat eine Menge Kratzer drauf. Dann haben wir einen. Uiuiui. Uiuiui, der ist hübsch. Ich mag die Länder ja persönlich nicht. Aber grundsätzlich, ja, hübsch. Dann haben wir Nitsumi Blade Lesser. Eine Common. 3 Mana 3/2. Cut Death Touch, solange man Artefakt kontrolliert. Und hat Menace, solange man Enchantment kontrolliert. Okay. Sunblade Samurai in Foil. 5 Mana, 4/4 fliegend mit Channel. Für 2 Mana können wir den abwerfen, unser Deck nach dem Standardland Ebene durchsuchen, sie vorzeigen, auf die Hand nehmen, kriegen dann 2 Leben. Ist praktisch Standardland zum Umwandlung, nur dass wir keine Umwandlung haben. Sieht auch sehr strange aus mit dem Rahmen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Dann haben wir den Ambusher 4 Mana 3/2 Ninjutsu Lifelink für 2 Mana. Auch eine Kam. Das ist enttäuschend. Also 2, 4, 6, 7, 8. Die Hälfte des Boosters hat jetzt schon Kam bzw. ankam. Das ist enttäuschend. Da kommt noch eine Kam dabei, auch wenn sie sehr hübsch ist. Moon Circuit Hacker 2 Mana 2/1 für ein blaues Ninjutsu. Das Foiling wird seltsam. Aber es ist nicht dieses komische Ätzfeuer. Es wird einfach nur seltsam vom Rand her. Und wenn er dem Gegner Kampfschaden zufügt, können wir eine Karte ziehen. Wenn wir das tun, werfen wir eine Karte ab. Außer diese Karte hat diese Runde das Spiel betreten. March of the Reckless Joy. Ein rotes und X Instant. Wir exilieren die obersten X-Karten unseres Decks und können 2 von diesen Karten bis zum Ende des Zuges spielen. Und wir können eben für X-Mana X-Karten exilieren und wir können Karten aus unserer Hand exilieren. Und zwar beliebig viele rote Karten, um 2 Mana günstiger den Spell immer wieder zu machen. Okay. Dann haben wir Access Denied. 5 Mana Instant. Wir countern Spell und kriegen X-1/1 Top Tower, wo X die Spell-Mana-Kosten sind. Das ist eine Commander-Karte. Dann haben wir Invoke of the Winds. 5 Mana, davon 3 blaue. Gain Control of Target Artifact or Creature und enttappen wir es. Auch nicht so krass. Dann haben wir Tribute of the Horobi. 2 Mana, Saga. Jeder Gegner kreiert ein 1/1 Ratte und wenn das Ding ist, dann drehen wir das beim letzten und hat dann fliegend Eile. Und wenn Spielfeld kommt, kriegen wir Kontrolle über alle Ratten und wenn er angreift, kann man eine beliebige Anzahl an Kreatur opfern. Ne, kann man eine Kreatur opfern und dann eine Karte ziehen, wenn man möchte. Okay. Und wir haben March of the
Otherworldly Light. Auch hier wieder ein Marsch, das heißt, wir können weiße Karten diesmal exilen. Ein weißes und X, wir exilen ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment mit Mana-Kosten X oder weniger. Dann haben wir ein Einzelskonstrukt und ein Samurai. Ich finde das Konstrukt sehr süß. Artefakt. Token, Artefakt, Creature, Konstrukt. Finde ich sehr, sehr süß. Ja, das war das Booster und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alexit. Ciao, ciao.